sind wir da jetzt Vorstand begrüßen. Neben mir steht der Kenner Schwarte Ostfriesjung, wenn ich es so richtig ausgesprochen habe. Ja, und wir haben eigentlich drei Sachen gemeinsam. Es ist so, wir sind erstmal beide in der Landtechnik unterwegs, was ja eigentlich schon mal richtig cool ist. Zum Zweiten haben wir beide offensichtlich über 100 Kilo und bei uns in Bayern sagt man ja zum Beispiel, es ist eigentlich erst ein richtiger Bayer, wenn er über 100 Kilo hat, also Standfestigkeit. Und das Dritte, das eigentlich Interessanteste, wenn ich mit meinem Dialekt so typisch niederbayerisch-bayerisch spreche, versteht mich keiner und du mit deinem Ostfriesisch eigentlich auch nicht. Und ich würde sagen, das wird man mal ein bisschen so probieren und wenn ich dir jetzt einmal an so einen typischen bayerischen Ausdruck in der Landwirtschaft sage, ein Vorbettel. Sagt dir das irgendwas, ein Vorbettel? Ja, erstmal moin miteinander. Jetzt wollen wir mal Mikrofoncheck hier machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seid ihr alle da? Dann ist hier nicht, was ist denn hier los? Das kennt man ja gar nicht. Ja. So. Ja, der hat mich vorgestellt, mein Name ist Keno Veit, der eine oder andere kennt mich ja, der Schwatten aus Friesjung. Und wie ihr seht, wenn ich nun anfange, platt zu schnacken, dann versteht ihr wahrscheinlich, nimm's mir was. Genau, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Du, also so, ich muss ihn nochmal wiederholen, so ein typisch Vorgewende, sagt ihr das was zum Beispiel, wenn's... Naja, das ist so... So ein klassisches Vorgewende, sage ich mal, ja. Meinst du das Vorgewende, wenn du im Acker genau, bist? Ja, genau, das Vorgewende. Wie sagst denn da du zum Beispiel? Also bei uns ist das Vorbettel. Ja, ja, bei uns sagt man auch Vorgewende, ne? Auch immer noch ja, Vorgewende. Ja, das ist ja schon mal ein Vorteil, wo man uns beide dann versteht, sage ich mal. Wie bist denn du eigentlich zu dem Ganzen gekommen? Also wenn man mal schaut, du bist ja sehr bekannt in YouTube, in allen sozialen Medien eigentlich. Wie bist denn du zu dem Ganzen gekommen? Ja, wie bin ich damals bekannt geworden? Es war folgende Situation. 2017, Maisernte ja gewesen, nasses Jahr. Der eine oder andere kann sich ja dran erinnern. Ja, da haben sich so einige festgefahren, ich unter anderem auch ein paar Mal. Ja, und dann war da diese eine Situation. Es ging auf Mittag zu, letzter Waage unterm Haar war ich. Ja, eben noch voll gemacht. Er fragt mich, kommst du alleine weg? Ich so, klar, kein Problem. Ja, alle Mann weg, alle Mann wieder. Ja, und dann auf einmal ging es doch nicht weiter und alle waren weg. Ich war alleine auf dem Feld und ja, ich so, was mache ich jetzt? Über Funk keinen gekriegt, dann über Handy immer angerufen. Ja, wir sind halt schon beim Mittag. Ja, wir kommen dann gleich. Ja, und dann stehst du da. Ja, was habe ich gemacht? Habe ich mein Handy rausgeholt. Ja, hochgehand, ne, in die Hand genommen. Ja, und dann bin ich angefangen, ja, zu fluchen, das halt auf Plattdeutsch. Und ja, das ging dann ab, ne. Ja, ich kenne das Video zufällig auch aus dem Internet und ich weiß jetzt nicht, ob man es wiederholen sollte, weil man es eigentlich fast nicht versteht, sage ich, aber ich weiß nicht, was da alles gesagt worden ist. Aber es war ein Highlight, also das, wenn du es dann schaust, das ist wirklich absolut das Highlight. Hast du irgendwelche so Momente in der Landwirtschaft, wo du sagst, ja, das ist eigentlich so das Highlight, wenn du so mit der Landwirtschaft verbunden bist, das, wo dir Spaß macht, oder wo du einfach sagst, das ist so irgendwie so der Brennpunkt von dem Ganzen. Da wo du einfach vielleicht auf der Maschine sitzt, auf dem Bullock und sagst, ja, ist cool jetzt oder das passt jetzt, das gefällt dir. Ja, ganz klar, ne? Wind- und Maisfeuern-Guide, du. Endet von Jahr, ne? Wenn es um Mais geht, Mais ist immer noch das Highlight überhaupt. Und ich denke, das ist bei vielen so, ne? Ja, ja, das Maishäckseln, ne? Genau, meistens, wenn es regnet oder wenn es dreckig ist, dann wird es richtig spannend, genau. Ja, das sind so, ja, so Highlights, sag ich, da hast recht. Hast du irgendwie vielleicht da Verbindung zu unseren Produkten, sage ich mal, von Deutz V? Bist du schon mal auf einem Deutz V drauf gesessen? Schon mal gefahren damit auch, ja? Sehr Million, sehr Million. Also wir haben selbst einen Hus. Ach, Entschuldigung, ich muss ja Hochdeutsch reden. Also tatsächlich, das Fahren habe ich auf dem 4506 gelernt. Ja. 6006 haben wir auch gehabt oder haben wir noch. Und ja, damals, als das mit dem Lohnern anfing, 98 bei mir, also so richtig als Lohner, habe ich auch mit dem DX110 gewalzt, meine Zeit lang. Ja, der DX110, das ist natürlich schon eine Legende, ja. Ja, sind sehr gute Maschinen. Wenn man mal so rumschaut, der schwarze Warrior, was sagst du zu dem? Wäre das eine Maschine, die dir gefallen könnte? Ich könnte mir aber die natürlich auch auf den Weißen sehr gut vorstellen. Das wäre natürlich auch was sehr interessant wäre.
Ja. Was wäre dein Favorit von dem Ganzen? Schwarz oder weiß? Ja, ja, also wer meine Farben kennt, ne, ja. meine Lieblingsfarbe hier, so schwarz. Wenn es was Dunkleres geben würde, würde ich auch noch was Dunkleres nehmen. Ja. Aber schwarz ist definitiv meine Farbe. Ja, ist deine Farbe. Super, sehr gut. Gut, dann sind wir soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich versuche jetzt auch wieder Hochdeutsch zu sprechen. Der Keno ist jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, sagen wir mal, da oder vielleicht auch noch länger, je nachdem. Wir können Fotos machen, wir können Autogramme verteilen, wir sind da vorne auf der Bühne. Wir können auch ein bisschen Skide kauen hier oben, da kriegt ihr auch nirgends was mit. Ja, genau. Super. Also ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und ich wünsche uns allen da einen schönen Tag heute auf der Messe. Dankeschön. Ja, besten Dank.